In diesem Video zeigen wir dir Basics von Latino Cha-Cha-Cha, wie das in Zusammenhang mit Salsa steht und vor allem, was der Unterschied ist zum Ballroom Cha-Cha-Cha bzw. Latein. Gleich geht's los. Grundsätzlich kann man Latino Cha-Cha-Cha an Salsa anlehnen, sei es Salsa on One, Salsa on Two bzw. auch Casino bzw. kubanische Salsa. Den Unterschied macht natürlich Cha-Cha-Cha. Sprich, wenn wir Salsa nehmen, vorwärts und rückwärts und vorwärts und dazu und rückwärts und dazu, dazwischen passiert ein Wiegeschritt und Cha-Cha-Cha und Wiegeschritt und Cha-Cha-Cha. Das ist der Unterschied von den Schritten her. Das heißt, ja, es kommen ein paar Schritte dazu. Das Timing von Cha-Cha-Cha ist sehr spezifisch. Cha-Cha tanzt man on two, sprich auf zwei. Was bedeutet das? Ist, das Wiegeschritt passiert auf zwei. Sprich, 2, 3, Cha-Cha-Cha, 6, 7, 8 und 1. 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8 und 1. Das ist deswegen, weil der Cha-Cha-Cha immer auf einer spezifischen Stelle stattfindet und das ist auf 8 und 1 bzw. auf 4 und 5. Daher empfehlen wir von ganzem Herzen und für die Ruhe der gesamten Community, dass du Cha-Cha on 2 tanzt. Kommen wir jetzt zum Look, Shape und Feel von unserem Latino Cha-Cha-Cha. Ich betone dieses Wort Latino, weil es gibt auch Latein. Cha-Cha, International Latein Cha-Cha, und das hat einen ganz anderen Look, ganz anderen Shape. Im Latino Cha-Cha strecken wir die Beine genauso wie in Salsa nicht. Das heißt, dieses durchgestreckte Bein in Cha-Cha-Cha findet nicht statt aus mehreren Gründen. Es entspricht nicht dem Look von Salsa und Latino. Und vor allem die Geschwindigkeit macht auch einen Unterschied. Bedeutet, wenn wir das jetzt so starten, wir starten mit einem Startschritt auf 1, aber die Wiege passiert auf 2, by the way. Sprich, Start, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8 und 1. Die Conny bleibt so, ich drehe mich um, damit du siehst, wie weich die Knie hier bleiben. Und hier, dadurch kann der Oberkörper sich deutlich mehr schwingen, bewegen und grooven. Denn Cha-Cha-Cha ist sehr verspielt oder kann sehr verspielt sein, sehr auch improvisationsfreudig und sehr reduziert von den Figuren her vor allem. Eine Sache, die den Unterschied zum Ballroom Cha-Cha macht, ist die Länge der Schritte, speziell von diesen Cha-Cha-Chassés. Im Latino Cha-Cha tendiert man viel, viel kleiner und unter dem Körper diese Cha-Cha-Chas zu tanzen, im Vergleich zum Ballroom Cha-Cha, wo man Cha-Cha-Chassé zur Seite und sehr ausgeprägt tanzt und sehr dominant. Das wird und sehr viel raumgreifender. In Latino Cha-Cha ist das Ganze deutlich kompakter, grooviger und geht so mehr in den Boden, damit wir eben sehr viel mehr Groove im Oberkörper haben. So, das waren die Basics, was Solo-Bewegung angeht. Jetzt schauen wir uns das Ganze paarweise an. Wie bereits gesagt, egal welchen Salsa-Stil du tanzt, kannst du dieselben, aber Basisfiguren empfehlen wir, da herannehmen und dazwischen Cha-Cha-Cha einbauen. Natürlich, das Timing muss passen, sprich dieses 2. Noch eine Kleinigkeit zum Timing. Es ist im Grunde genommen nicht extrem wichtig, ob du auf 1, 2 nach vor tanzt als Leader oder 1, 2, 3 zurück tanzt als Leader, sprich zurück beginnst, à la Salsa New York Style. Das kannst du dir aussuchen. Wir starten jetzt nach vor auf 1, 2 und 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, Open Break, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8 und 1. Das waren ein paar Basic-Elemente aus Salsa, Cross-Bodily, Damendrehung, Outside-Walk, Around the World. All das kannst du in Cha-Cha-Cha gut verwenden, nur mit dem Unterschied, dass dazwischen noch ein Cha-Cha-Cha kommt. Für alle, die Casino, sprich Salsa-Cubana tanzen, gilt genau dasselbe. 1, 2, 3, Cha-Cha-Cha, 6, 7, Cha-Cha-Cha, 2, 3, Cha-Cha-Cha, 6, 7, Cha-Cha-Cha,
2, 3, cha-cha-cha, 6, 7, cha-cha-cha, 2, 3, cha-cha-cha, 6, 7, cha-cha-cha. Bevor wir dir das mit Musik zeigen, eine Frage. Gefällt dir dieses Thema überhaupt? Wenn wir mehr zu Latino Cha-Cha-Cha aufnehmen sollten, schreib uns das unten in den Kommentaren. Danke. Sabroso, señoras y señores. Este es un baile que se llama Cha-Cha-Cha. ¿Cómo es?